Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 23 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal mal geguckt, ne? 700.000 sind es, glaube ich, ne? Die wir haben müssen. Oder 650, ne, 700.000. Ich glaube, das war die günstigste weitere Landschaft oder wie man es auch nennen will, Kachel, die man da freischalten kann, um dass wir expandieren können. Dafür müssen wir halt ordentlich was tun und ich denke, wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir jetzt hier oben die Holzgeschichte, die Zufahrtswege mal hier auch ins Zentrum legen, dass wir das hinkriegen. Da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Aber da gucken wir gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja Holz sozusagen. Wo sind denn hier Holz? Hier unten ist Holzstämme. Sonst ist hier nichts. Da sind nochmal Holzstämme, also macht es Sinn, da runter zu fahren. Hier oben auch Holzstämme, würde also Sinn machen, da weiter zu fahren. Und hier wären noch die Bretter, ist da noch mehr? Ne, doch, das sind Holzbalken. Ich glaube, die kommen dann da auch weg. Das lohnt sich also, hier hinzufahren und dann umzuladen und dann weiter. Gut, dann kümmern wir uns darum, ne? Jetzt ist die Frage, ich glaube, einen zweiten Bahnhof nicht, aber wir müssen auf jeden Fall Ausweichen machen. Ich denke mal, der zweite kommt ja von hier hinten, dann fährt er hier vorbei. Ja, und dann machen wir hier noch eine Ausweiche, denke ich mal. Ja, das macht Sinn, oder? Hier würde ich sagen. Und dann fangen wir doch da mal an, ne? Nehmen wir erstmal die Pause raus. Und legen dann die Gleise hier gleich direkt nach der Brücke fahren wir hier raus. Ja, ich denke mal, wir müssen da erst eine Ebene höher. Und dann können wir hier wieder vielleicht reinfahren. Ne? War wohl nichts. Okay, man kann da aber auch noch vorbeifahren und dann hier rein. Ne, geht auch nicht. Ja, schade, das will er nicht. Ne? Vielleicht habe ich hier schon ein Stück zu weit gebaut. Kann man da was wegreißen noch? Ja, natürlich kann man da was wegreißen, aber wahrscheinlich zu weit dann, oder? So geht's. Und jetzt da rein. So, jetzt passt es. Oh, ist die Ausweiche lang genug? Wenn er daneben ist, kann ich sagen, ja, ist es gut. So, dann wollen wir uns um die Signale kümmern. Das ist ein Vorsignal, das ist ein Signal, das ist ein Formsignal. Ich habe natürlich keine Ahnung. Okay, die sind teuer und die sind günstig. Ich schätze mal, das ist jetzt das. Für den sicheren Betrieb mehrerer Züge auf derselben Strecke sind Signale unerlässlich. Sie unterteilen Gleisabschnitte in Blöcke und arbeiten nach der Zugbewegung, um sie besetzte Gleise und die darauf befindlichen Züge zu schützen. Wenn das durch eine Reihe von Blocksignalen geschützte Gleis besetzt ist, wechseln sie auf Rot und verhindern das Einfahren anderer Züge, bis die Block frei ist. Okay, ich glaube, wir nehmen mal das. Oh, das sieht aber einfach aus, ne? Das müsste so sein. Ne, das muss so sein. Gut, das müsste dann passen. Dann müsste die Ausweiche funktionieren. Gut. Und dann schauen wir mal. Dass wir hier rauskommen. Na, ich glaube, das ist falsch. Wir machen das lieber von da aus. Ja, und dann da lang. Jetzt lass den Zug mal vorbeifahren. Und so, passt. Und dann nach da. Aber da müssen wir über die Straße rüber. Ich glaube, es gab hier keine. Nee, es gab hier keine Dingens. Sag schon, Bahnübergänge. Wir müssen eine Brücke bauen dann. So, jetzt ist die Frage. Gibt es noch was anderes wie eine Bogenbrücke? Nein. Haben wir schon eine Brücke? Ja. Wie groß ist denn der Abstand da? Okay. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kacheln braucht er, bis er oben ist.
Dann müssen wir mal gucken, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kacheln. Warte mal. Ich will doch gar nicht, ich will hier lang, wenn es geht. 1, 2, 3, 4. Ja, super. Ich möchte hoch, ne? Okay, passt. Und dann müssen wir nur nach da hinten. Okay, das geht nicht ganz hier. Noch ein Stück weiter. Und dann fahren wir einfach darüber, ne? Und der kann ja auch direkt hier neben sein, oder? Vielleicht so ein bisschen Platz lassen. Das ist schon okay. Dann müssen wir von da nach da noch anschließen. So, dann brauchen wir hier oben Bahnhof. Station. Güterbahnhof. Drehen wir den mal. Und setzen den dahin, oder? Alles ist angeschlossen, alles ist gut. Der fährt jetzt hier runter. Bis dahin. Und da hinten kann er ja dann auch da abladen, ne? Wir müssten hier vielleicht nur noch ein zweites Haus da bauen oder so. Gut, dann bedeutet das, wir brauchen einen zweiten Zug. 250.000 sind das da, die wir da stehen haben. Und dann gucken wir mal, was wir kaufen können. Die kostet 106.000. Dann haben wir noch 150 über für diesen Wagen, glaub ich, hier, ne? Wie viel Anhänger hatte der da? 2, 4, 5. Also können wir auch 5. Das sind 100.000. Und das sind 106.000. Sollte dann funktionieren, ne? Und hier anhängen den. 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 Was kostet es jetzt? Oh, 183. Aber haben wir noch. 2, 4, 5, 6. Und dann kaufen wir den. Und dann müssen wir dem noch zuordnen. Halt hinzufügen ist da oben. Laden. Und zwar voll. Und fährt nach da hinten. Und hier. Halt hinzufügen. Hier. Und entladen. Mache ich auch voll. Speichern als Holztrigger zu Gefräß abzweigt. Güterzug. Schreibt er nicht mehr. Aber Holzträger, ich schreibe mal einfach Holz, weil der soll ja eigentlich alles nehmen, ne? Okay. Und starten. Ich hoffe, jetzt klappt das mit dem Fahren. Der entlädt hier. Das ist auch leer. Oh Gott, hier unten, guckt euch das an. Voll der Stau, das ist nicht gut. Und der fährt jetzt aber... Doch, er fährt weiter. Und wo ist der andere? Der ist schon hier. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur darauf achten, wie das hier klappt mit dem Fahren, ne? Habe ich jetzt nicht so die Ahnung von, wie das ist oder nicht ist. Müssen wir schauen. Ob das Simutrams-like ist? Keine Ahnung. Der fällt auf jeden Fall nach Melrichstadt. Und jetzt müssen wir noch Details machen. Dann müssen wir hier sagen, was der mitnimmt, ne? Holz, Balken und Bretter haben wir da hinten. Und dann der Rest könnte, glaube ich, Balken sein, weil ich meine, wir hätten da Dreier gehabt, ne? So. Hier steht auch einer im Weg. Ach, dem fehlt ein Holzbalken oder was? Und warum nimmt er den nicht? Okay, der lädt schon mal auf. Oh, da gehen aber mehr drauf. Da gehen 8 drauf, nicht nur 5. Sehr gut. Was ist mit dem denn hier? Aktuellen Auftrag überspringen.
Machen wir mal, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum der hier stehen geblieben ist. Der ist doch voll. Der lädt jetzt auch. Gab's keine. Ah, wahrscheinlich, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, hier dauert's Laden auf jeden Fall länger. Gut, wo hapert's denn hier dran? Ne? Am Lagerhaus, ne? Kann das sein? Ich glaube, es. Das ist ja nur einfach der Halt, ne? Ja, schätze ich mal. Unternehmen und dann sollen es Stein nehmen. Beim Stein können wir, glaube ich, nichts machen. Ne? Wir haben Kohle und Eisen oder beziehungsweise Erz, Eisenerz. Ich glaube, hier haben wir das Problem, dass wir zu wenig Lagerhäuser haben. Terminals, Fahrzeugdepots. Ne, ist das Lager hier? Lagerhäuser. Kleines Lagerhaus können wir uns auch leisten. Warte, wenn ich das da einpacke? Nee. Drehen wir das mal. Okay, der LKW fährt schon, ne? Da kommen keine Holzstämme mehr, oder? Wie sehe ich das? Und zwar da oben einer, ne? Ich glaube, wir brauchen kein Lagerholz. Es ist einfach nur, dass es hier zu langsam ist. Vielleicht sollten wir Ressourcengewinnung machen und Sägewerk und da mal ein zweites hinstellen, oder? So, mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, da kommen jetzt Hölzer mehr rein. Ah, guck mal, läuft, wa? Was fehlt hier? Bretter. Werden Bretter gar nicht gemacht? Doch, hier. Vielleicht fehlt da doch ein Lagerhaus für Bretter. Ich glaube, da fehlt ein Lagerhaus für Bretter, kann das sein? Alles andere ist da, bis auf die Bretter. Also doch ein Lagerhaus bauen. Und das kleine auf jeden Fall. Ne, warte mal, jetzt kam gerade der Bretter gesägt. Der holt die da gerade weg. Sind die schon reserviert für die LKWs oder so? Ich weiß nicht. Aber Bretter habe ich jetzt hier noch nicht. Doch, der hat Bretter. 5. Der macht die Balken. Die haben wir auch hier drauf. Das zweite Sägewerk war schon wertvoll, ne? Jetzt weiß ich aber nicht, warum hier keine Bretter drauf kommen. Der holt sie auf jeden Fall. Was musste ich denn hier anklicken? Damit ich sehe. Ah, da. Er ist mit dem mit allem verbunden und nicht mit dem Holzbrettern. Ne, doch, er ist ja auch mit dem Dingens hier verbunden und da müsste es doch die Holzbretter dann geben, oder? Vertue ich mich da jetzt. Schwierig. So, alle LKWs sind weg und er kriegt hier nichts geladen. Warum kriegt er nichts geladen? Ist wirklich ein Lagerhaus das Problem? Das können wir nur rausfinden, indem wir eins bauen, oder? Ich setze das mal da. Ne, geht gar nicht. Weil wir nicht genug Geld haben, okay. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt auch checken,
der kann ja schon mal weiterfahren. Überspringen. Der fährt jetzt da hinten hin. Und jetzt müssen wir uns einen rauspicken. Wo fährt der jetzt hin? Holz zum Melrichstadt West. Ach so, wir müssten ja jetzt auch noch gucken, dass wir das mit dem Lagerhaus. Ach Gott, hier geht es ja auch nicht voran. Ist der andere denn unterwegs? Ah ne, der wartet jetzt auf den da hinten. Oh oh. Kann ich hier Signale setzen, dass der trotzdem fährt? Ich glaube schon. Gleise. Depot können wir erstmal zumachen. Den mach auch zu. Mach Gleise auch. Ne, Gleise ist ja auch falsch. Wir brauchen Signale. Und den setzen wir mal hier hin. Und der dahin. Aber ich glaube, der kann da nicht mehr reinfahren. Dann kann das sein. Das müssen wir gleich gucken, wenn er wiederkommt. Dann müssen wir es abreißen. Okay, der braucht dann ewig da. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir mal genau überlegen, wie das ist. Der ist jetzt angehalten. Ich hoffe, der fährt jetzt hier. Sag jetzt nicht, der Ausweich ist zu kurz. Nächstes Signal ignorieren. Der fährt trotzdem nicht. Doch, jetzt fährt er, aber die Ausweiche ist zu kurz. Okay, dann wissen wir das. Würde ich jetzt mal sagen, dass das dann hier so weitergehen muss. Ah, wir haben nicht genug Geld da, okay. Dann müssen wir erst auf ein bisschen Geld warten. Kann hier nicht bauen, sagt er, okay. Da sagt er nur nicht genug Geld, also muss das funktionieren. Jetzt müssen wir nur warten, bis wir die Kohle kriegen, ne? Der entlädt jetzt hier, ne, oder? Aber es gibt keine Lagerhäuser, wo er entladen kann. Okay, das bedeutet, jetzt haben wir ein großes Problem. Der würde gerne entladen, kann er aber nicht. Komm, dann lass den nochmal durch die Gegend fahren. Aktuellen Auflass, das hat sich verirrt. Ah, beidseitiges Signal, alles klar. Da haben wir gerade was gelernt, aber wir können uns wahrscheinlich das beidseitige Signal nicht lesen, oder? Doch. Ich hoffe, das funktioniert so. Fährt er? Ja, er fährt. Also der hat ja doch freie Fahrt, dann kommt er doch da durch, oder? Oder vertue ich mich? Schwierig. Aber der fährt jetzt trotzdem nicht, ne? Wir können dem ja mal sagen,
Nächstes Signal ignorieren. Der fährt jetzt und dann fährt er auch, oder? Der muss jetzt, ja, der fährt auch. Das ist zu kurz. Alles klar. Dann wissen wir das. Und da haben wir jetzt genug Geld. Gleich. Oh nee, jetzt ist alles weg. Okay, aber wir wissen, was wir machen wollen hier. Das werden wir in der nächsten Folge dann weiterführen. Wir müssen Geld sparen und dann diese Strecke hier umbauen. Und dann gucken, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Alles klar, da würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.